krieg ich doch das Kotzen, Alter! Oh, so, ja. Ich setz mich mal wieder an mein Lenkrad hier, so. Ja, alles klar. Also Leute, herzlich willkommen erstmal zurück. Wir machen jetzt, hier den Auftrag, den wir letztes Mal ausgesucht hatten, wo wir dann halt... So, den hier nämlich, weil der geil ist, so. Auch nicht schlecht, aber der hier, der ist halt geil, weil er geil ist. Und das Krasse ist, Leute, ich muss jetzt wirklich auf alles achten. Ich darf nicht einen Fehler machen. Ich darf keinen Schaden bekommen, ich darf gar nichts. Weil ich möchte jetzt eine perfekte Fahrt hinlegen. Also, halt das Achievement freischalten, endlich mal. Kann ja nicht sein, dass ich nach 8 Stunden immer noch kein Dingens hab hier. Nicht alle Achievements hier, ne? Geht ja mal ja nicht. Was? Moment. Miles. Okay, gut, der ist über 600 Meilen groß. Also muss ich aufpassen. Okay, gut. Aber gerade so. Okay. Schon mal nice. So, ich darf 30 fahren, okay. So. Alles klar. 16 Stunden Fahrt. Wir kommen. Es dauert wahrscheinlich bestimmt eine halbe Stunde. Ne? So, 30. Dann mache ich mal bei 30 hier so, zack. Alles klar. Whee. Wie viel Time haben wir denn? 12 Stunden. Restzeit 30 Stunden. Also einmal Pause müssen wir noch machen. Auf jeden Fall, da kommen wir nicht drum rum. Sehr freundlich von ihm, dass er mich vorlässt. So. Alles klar. 55 Meilen dürfen wir jetzt fahren. So. Cool. Ja, was gibt's denn so für Themen im Moment?
Ja. Wahlen in Amerika. Bald ist es so weit. Ja. Bei den Republikanern wahrscheinlich Donald Trump. Bei den Demokraten wahrscheinlich Clinton. Ja. Also ganz ehrlich, ich muss es jetzt einfach mal so sagen, ne? Aber Trump ist schon irgendwie ein bisschen ein Hurensohn, ne? Kann schon sein. Weil ganz ehrlich, was der so von sich gibt, das habe ich auch schon letzte Folge gesagt, wenn ihr die geguckt habt, es geht meiner Meinung nach gar nicht, was der so von sich gibt. Ja. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass wenn der an die Macht kommt, wenn... Wie viel Strafe muss ich zahlen, wenn ich den Job abbreche? Wieso habe ich denn nicht gespeichert? Verdammt Scheiße! Mann! Alter, Ampeln sind so evil! Das gibt's einfach nicht! Okay, scheiß drauf, ey. Fahr ich halt so, wie ich will jetzt. So viel zum Thema perfekte Fahrt. Ich bin nicht mal aus Los Angeles draußen, ja. Und schon habe ich hier direkt Strafzettel. Mann, Alter, was soll das? Ich hätte Gas geben müssen, damit ich noch drüber komme. Stattdessen mache ich eine Mischung aus Gas und Bremse, wow. Alter. Naja. Egal. Wäre wahrscheinlich eh nichts geworden. Bin ich irgendwie noch zu lappig für, um das hinzubekommen. Komm schon, werd grün jetzt. Also geht doch. Na, also geht doch. So, Alter, wann sind wir denn endlich mal draußen? Hier, ne? Jetzt gleich. So, da jetzt. Dann. Ja. Das haben wir doch ganz gut gemacht. Nur leider wird es auch für diese Errungenschaft nichts nützen, weil, naja, einen Fein haben wir schon bekommen, einen Strafzettel. Wenn Fein Strafzettel heißt. Ich vermute es einfach mal, weil das ist so die einzige Möglichkeit, die noch übrig bleibt. Weil in der Erklärung von dem Achievement steht das halt so. No damage, no fines in time. Ich schätze einfach mal, dass Fein ein Strafzettel ist. So.
Was muss ich denn eigentlich alles zurückzahlen? 5 von 56. Okay, ich könnte mir nochmal 400.000 holen. Ich glaube, das mache ich dann auch. Einfach um euch zu zeigen, wie das funktioniert mit dem Einstellen von anderen Leuten. Dass ich das wenigstens noch zeige, bevor ich dann ja ohne Aufnahme weiterspiele. Weil nun ja, es ist halt nun ja nun leider so, dass dieses Spiel sich extrem scheiße aufnehmen lässt und deswegen. Ich habe auch noch mal geguckt, ne? Mein PC bei Witcher 3, ne, wird ziemlich heiß. Das spüre ich ja. Und ich habe auch noch mal geguckt jetzt hier bei Euro Truck Simulator. Der ist fast kalt, ja. Ich kann auch gerne noch mal gucken, warte. Da ist kaum was. Es ist zwar ein bisschen warm, aber nur lauwarm, ja? Kaum, aber kaum was. Das heißt, dass die Grafikkarte nicht richtig arbeitet. Aber ich verstehe nicht, warum, wenn denn hier nur 36 FPS dann sind. Das kann nur heißen, dass es inkompatibel ist. Mit meinem Aufnahmeprogramm. Beziehungsweise nicht rund läuft. Ein weiterer Grund, weshalb ich das vermute, weil. Naja. So, wir sind jetzt gerade in Folge 17, soweit ich das weiß, ne? Folge 17. War ich da auf Folge 18? Wenn wir das hier fertig haben, ich glaube dann. Ja, ich glaube dann nehme ich nochmal 400.000. Ich weiß nicht, wie viel muss man am Tag haben? 5.000, ne? Boah, das wird aber dann knappi. Obwohl, wenn ich 20.000 am Tag fahre und. Ja, denke schon, dass ich diese Kredite noch finanzieren lassen. Gerade so dieser 400.000 Euro Kredit bzw. Dollar. Ich frage mich, was denn da für eine komische, krumme Zahl rauskommt, wenn man das in Euro umrechnen lässt. Ach, Wiegestation. Das sind nur 1.814 am Tag. Okay, ja, dann ist easy, würde ich sagen. So. Hier werden wieder die Felder besprüht, die Apfelbäume. So, ja, Wiegestation, Umleitungsdienst. Prima, super Arbeit gemacht. Ist eigentlich einfach nur nervig. Was auch nervig ist, ist, dass man ohne Tastatur nicht richtig guckt, also dass man nur mit der Tastatur nicht richtig gucken kann, hier so nach hinten auch. Na gut, das muss man dann halt. Okay. Das muss man dann halt mit der Maus machen. Wenn ich rausfahre aus so einer Ausfahrt. Damit ich das alles 100% sehe. So. Sehr schön. So, noch 11 Stunden.
15 Minuten. Ich würde sagen, machen wir mal eine kurze Folge. Ja. Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder hier mit dabei seid bei American Truck Simulator. Ja. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao. Tschüss.